Star Wars. Es gibt die Originaltrilogie, die Prequel-Trilogie, die vor der Originaltrilogie spielt, und es gibt die Sequel-Trilogie, deren dritter und letzter Teil im Dezember starten soll. 2019. Das Warten auf eine neue Episode wird uns durch sogenannte Spin-Offs verkürzt. So haben wir zum Beispiel in Rogue One, A Star Wars Story, erfahren, wie die Rebellen die Baupläne des Todessterns erbeutet haben, die Prinzessin Leia im ersten Teil der Originaltrilogie, also in Episode 4, in R2-D2 lädt und hofft, dass sie so zu Obi-Wan Kenobi gelangen. Und jetzt kommt Solo, A Star Wars Story. Luke Skywalker war zwar immer der Held, Han Solo aber der coolste von allen. Ein Weltraum-Haudegen. Im zweiten Teil der Originaltrilogie, also in Episode 5, das Imperium schlägt zurück, treffen Han Solo und Lando Calrissian in der Wolkenstadt Bespin aufeinander. Bei diesem Wiedersehen wird angedeutet, dass die beiden schon so einiges miteinander erlebt haben. Und das erzählt Solo, A Star Wars Story. Wow, Alex, bestens informiert, oder? Ja klar, ich bin ja Star Wars Fan. Also es gibt ja die Star Trek Fans und die Star Wars Fans. Früher gab es ja GH oder Pelikan, TKKG oder 3 Fragezeichen. Also ich gehöre zur Star Wars Fraktion. Ja, und 1978 hat auch der erste Star Wars Film Harrison Ford zum Weltstar gemacht. 77 kam er raus, 78 in Deutschland, das nur für die Statistiker. Du bist doch hinter etwas her. Ist es Rache? Geld? Oder etwas anderes? Du siehst gut aus. Ein bisschen heruntergekommen, aber gut. Ich hätte einen Job. Du Wahnsinnsgangster. Ich stelle eine Crew zusammen. Ich bin Fahrer. Und ein Flieger. Ich habe lange auf so eine Chance gewartet. Was denkst du? Ach, was hast du denn schon? Ja, also Alex, wenn du so ein großer Star Wars-Fan bist, dann kannst du uns mit Sicherheit sagen, um was es in dem neuen Film geht, oder? Das kann leider keiner. Niemand weiß, worum es geht. Keiner hat den Film gesehen. Ein großes Geheimnis. Was wir aber wissen ist, es geht um Han Solo und Lando Calrissian, was die früher damals gemeinsam miteinander erlebt haben. Und wie Han Solo Chewbacca kennengelernt hat. Seinen Weltraum-Winnetou. Ja, und wie hat er den kennengelernt? Weißt du das auch? Tinder? Was weiß ich? Nein. Ach komm, also ich meine, es gibt 3 Romane über Han Solo und es gibt eine riesige Comic-Serie über Han Solo und da wird beschrieben, dass Han Solo Chewbacca aus der Sklaverei befreit hat und Chewbacca ihm so dankbar ist, dass die 2 jetzt Best Buddies sind und durchs Weltall fliegen. Ach, guck an, wusste ich gar nicht. Ja, und was wissen wir noch? Han Solo war ein Spieler, war ein Dieb. Ja, also ich meine, der ist ja im ersten Teil mega verschuldet. Jabba the Hutt ist ja auf seinen Fährten und will ihn letztendlich, ich weiß gar nicht, umbringen oder zumindest zur Rechenschaft ziehen. Ja, ihn ja dann in Carbonit einfrieren lassen. Ja, genau. Ach also, nee, das war das Imperium, aber der Dings hat ihn dann geklaut, wie auch immer. Ja, und Han Solo zum Beispiel hat es ja auch probiert, auf die gute Seite der Macht zu kommen, also wollte auch mal zu den Stormtroopers, wurde da aber natürlich irgendwann mal ehrenlos entlassen, zu viel Alkohol, zu viel gespielt. Ja, also dann musste er sich wirklich mit kleineren Gaunereien durchs Universum bewegen. Sieh mal an hier, Kino-Koryphäe Kurt, auch ein Star Wars-Fan. Kannst du uns ein Schiff besorgen? Ja, ich kenne da einen. Er ist der beste Schmuggler in der Gegend. Hab da ein Gerücht über dich gehört. Ist das wahr? Einfach alles, was du über mich gehört hast, ist wahr. L3! Zerquetsche ihm nicht das Gesicht. Wer sind diese Typen? Wenn du mit uns kommst, wirst du dieses Leben für immer führen. Vielleicht schnallst du dich besser an, Baby. Da kommen sie! Ich geb dir mal einen Tipp. Rechne damit, dass dich jeder betrügt. Und dann wirst du niemals enttäuscht sein. Ich habe da ein ganz großartiges Gefühl. Seit wann kannst du denn fliegen? 190 Jahre alt? Hast dich gut gehalten? Für die Hauptrolle wurden 3000 Schauspieler gecastet und am Ende ist wer Han Solo geworden? Elden Ehrenreich.
Sagen die nicht Alden Ehrenreich? Nee, ich glaube, der hat deutsche Wurzeln, also ist wirklich Ehrenreich. Und man kennt ihn eher aus kleineren Produktionen, wie zum Beispiel Hail Caesar hat er mitgespielt. Hail Caesar, genau. Und relativ unbekanntes Gesicht für diese Rolle. Ja, aber vielleicht war das ja auch Absicht. Das vermute ich auch mal. Gut, Lando Calrissian wird gespielt von Donald Glover. Nicht verwandt, verschwägert oder sonst was mit Danny Glover aus Lethal Weapon. Nein, Donald Glover, ich kenne ihn überhaupt nicht, aber der Mann hat schon im Schrank stehen 2 Golden Globes, einen Emmy und einen Grammy. Er ist also Schauspieler, Musiker, Drehbuchautor und. Ja, und Emilia Clarke spielt auch mit. Die kennt man aus dem Kinofilm Ein ganzes halbes Jahr. Aber richtigen Kultstatus hat sie erreicht durch die Serie Game of Thrones. Da ist er eine der Hauptfiguren gewesen. Woody Harrelson spielt auch mit. Ja, und den kennt man aus Tribute von Panem. Zum Beispiel. Also, dass ich nicht so leicht besiegen konnte, Leute. Komm schon. Ich liebe dieses Spiel, ist fair und ehrlich. Ist der Platz noch frei? Wenn keiner drauf sitzt, ist er noch frei, mein Freund. Das ist also Sabak? Sabak. Sabak. Verstanden. Hast du schon mal gespielt? Hin und wieder, ja. Captain Lando Calrissian. Han Solo. Sieht so aus, als läuft's halt richtig gut für dich. Ich bin ein Glückspilz. Darf ich dich etwas fragen, Captain Calrissian? Alles Han. Ich heiße Han, aber nichts für ungut. Ich habe da eine Geschichte über dich gehört, wollte wissen, ob sie wahr ist. Einfach alles, was du über mich gehört hast, ist wahr. Man muss jetzt niemandem sagen, ob er in Solo A Star Wars Story reingehen soll oder nicht. Empfehlungen sind hier fehl am Platze. Star Wars Fans werden sowieso reinrennen und dieser Film wird vermutlich Rekorde brechen. Ja, vermute ich auch. Ist letztendlich eine der stärksten Marken neben Marvel. Absolut. Interessant ist übrigens der Drehbuchautor. Ja, des Films. Der hat nämlich schon die Drehbücher geschrieben für Das Imperium schlägt zurück, Die Rückkehr der Jedi-Ritter und Das Erwachen der Macht. Und merken Sie was? In allen 3 Episoden spielt Han Solo eine etwas größere Rolle. Deswegen haben sie gesagt, hier, willst du dafür nicht auch schreiben? Hat er gesagt, ja, mach ich. Nehme aber meinen Sohn noch mit ins Boot. Und entsprechend wird das schon was sein, oder? Ja, und der Regisseur ist Ron Howard. Naja, die letzten 3 Wochen, nachdem sie die anderen beiden gefeuert haben, also 3 Wochen plus 5 Wochen Nachdreh. Ja, und das ist, glaube ich, ein sehr schwerer und undankbarer Job, dann noch mal irgendwie alle Zügel in die Hand zu nehmen und dann das Baby als sein Baby zu sehen. Aber Ron Howard ist ja wirklich eine Hollywood-Ikone. Der hat die Da Vinci-Code gemacht, Inferno. Also der hat schon sehr, sehr viele Filme gemacht, die wirklich extrem erfolgreich waren. Der weiß, was er tut. Ja, und glaubst du, das wird was? Ich glaube, dass es ein Riesenerfolg wird. Also die Test-Screenings waren, die ersten Test-Screenings waren in den USA jetzt nicht so gut. Aber das heißt ja noch lange nichts. Also ich meine, bei James Bond haben ja auch alle gesagt, Daniel Craig ist nicht der ideale Bond. Und der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und wegen dem Hauptdarsteller, da sollte sich jeder eine eigene Meinung bilden, oder? Und das werden sie ja wohl auch. Voll Energie!